Das bin ich. Und das hier ist Bellectrox. Hallo und herzlich willkommen übrigens. Bellectrox, das ist vieles. Das ist zum einen ein Prüfdienst. Wir prüfen Geräte, ortsveränderliche oder ortsfeste, medizinische oder nichtmedizinische. Wir prüfen Schweißgeräte, elektrotechnische Anlagen, Maschinen, Leitern, Tritte, Regale. Kurzum, wir erledigen Betriebssicherheitsprüfungen bundesweit. Und Bellectrox produziert ein paar Videos nebenbei, in denen es hauptsächlich um Inhalte aus der Ausbildung in den industriellen Elektroberufen geht. Und um die Prüftätigkeit natürlich. Zwischendurch wird es immer mal wieder Produkttests geben. Oder auch mal ein gemeinfreies Buch, das ich spaßeshalber einlese. In der Regel aber geht es um sowas wie heute. Ein Video zur Prüfungsvorbereitung. In diesem Fall um Fragen aus dem Bereich Systementwurf, AP2, der Elektroniker für Automatisierungstechnik. Und wenn wir schon dabei sind, fangen wir doch gleich an. Und dann haben wir die Zähne ja auch schon geputzt und können sofort loslegen mit unserer Frage Nummer 6. Die ersten 5 Fragen in dem vorangegangenen Video, auch verlinkt unter diesem. Welche Auswahlantwort enthält nur unstetig arbeitende Regelglieder? 1. P-Glied, PID-Glied, 2. P-Glied, 2-Punkt-Glied, 3. 2-Punkt-Glied, 3-Punkt-Glied, 4. PID-Glied, 3-Punkt-Glied, 5. P-Glied, PI-Glied. Da schließt sich doch eine Frage an, nämlich was sind überhaupt unstetige Regler und was sind dann stetige Regler? Stetige Regler greifen ununterbrochen in den Regelkreislauf ein und geben kontinuierlich ein Signal an die Stelleinrichtung. Die Ausgangsgröße der stetigen Regler kann jeden beliebigen Wert ihres Stellbereichs, 0% bis 100% einnehmen, 50, 58, 77. Ganz egal, stetige Regler können wie die Regelstrecken nach ihrem Zeitverhalten eingeteilt werden und bekannte stetige Regelglieder sind, das ist wichtig für die Antworten, PI- und D-Glieder. Bei unstetigen Reglern kann das Ausgangssignal nur bestimmte Werte annehmen. Typische Vertreter sind die Zweipunktregler. Sie besitzen 2 Schaltzustände, das heißt die Stellgröße kann entweder den Wert 0% oder 100% einnehmen, ein oder aus, an oder aus, 1, 0, bla bla bla. Ein Beispiel hierfür ist der Bimetallschalter eines Bügeleisens. Wird die eingestellte Temperatur, der Sollwert, erreicht, so schaltet der Bimetallschalter die Heizung aus. Unterschreitet die Temperatur den Sollwert? Naja, so wird die Heizung wieder eingeschaltet. Also, welche Auswahlantwort enthält nur unstetig arbeitende Regelglieder? P-Glied und PID-Glied fallen schon mal weg. Das sind stetig arbeitende beide. P-Glied, 2-Punkt-Glied? Naja, P-Glied ist stetig. Auch nicht. Bei der 3, das ist korrekt. 2-Punkt-Glied und 3-Punkt-Glied sind unstetig arbeitende Regelglieder. Damit wissen wir schon, dass die 4 und die 5 eben auch falsch sind. Die 3 ist korrekt. Wischen wir es mal eben noch aus und lassen es stehen. 2-Punkt-Glied, 3-Punkt-Glied. So. Kommen wir doch glatt zur nächsten Frage. Frage 7. Regler werden nach bestimmten typischen Eigenschaften eingeordnet. Nach welchem Kennzeichen sind die Benennungen P-Regler, PI-Regler, PID-Regler eingeteilt? 1. Nach der Art der Störgröße, 2. Nach Reglergrößen, 3. Nach dem Übertragungsverhalten, 4. Nach der Art der Hilfsenergie, 5. Nach einem konstruktiven Merkmal. Also, nach Art der Störgröße sicher nicht. Störgrößen sind zum Beispiel störende Umwelteinflüsse. In einer Heizungsregelung zum Beispiel Sonne, die Energie einträgt und den Raum über Gebühr aufheizt. Oder kalte Luft im Winter, die die Innentemperatur genauso beeinflusst und Regelungseingriffe erforderlich macht. Weiter, naja, nach Reglergröße und ja, Reglergröße und nicht Regelgröße, auch sicher nicht. Es gibt unendlich viele verschiedene Regler mit ganz, ganz unterschiedlichen Werten. Unterschiedlichen Betriebsspannungen, unterschiedlichen Strömen, die sie verkraften und schalten können, auch unterschiedlichen Abmessungen selbstverständlich, unterschiedlichen Umgebungsbedingungen, ach, die Liste könnte man hier endlos gestalten. Vergesst die Nummer 2, schauen wir uns lieber Nummer 3 an und voilà, das ist es. Nach dem Übertragungsverhalten, da wird dann ein Schuh draus. Ist ja klar,
Der PI-Regler besteht aus den Anteilen des P-Gliedes KP und des I-Gliedes. Klare Sache. Der P-Regler, den hatte ich übersprungen, glaube ich, denn ich bin sofort zum PI gegangen. Der P-Regler, der besteht ausschließlich aus einem proportionalen Anteil der Verstärkung KP. Mit seinem Ausgangssignal ist er proportional zum Eingangssignal. Und schlussendlich die PID-Regler. Der PID-Regler besteht aus den Anteilen des P-Gliedes, des I-Gliedes und des D-Gliedes. Das heißt, das Übertragungsverhalten ist das, worauf sie ankommt und die richtige Antwort. Simpel, oder? Kurz und knackig, Übertragungsverhalten ist das, wonach hier gefragt wird. Unsere Frage 8. Ein Motorschutzschalter mit der im Bild gezeigten Kennlinie ist auf den Nennstrom von 25 Ampere eingestellt. In welchem der genannten Fälle löst der Schalter aus? 1. Wenn 5 Millisekunden lang eine Einschaltstromspitze von 245 Ampere fließt. 2. Wenn eine Sekunde lang 250 Ampere fließen. 3. Wenn 5 Sekunden lang 150 Ampere fließen. 4. Wenn 20 Sekunden lang 50 Ampere fließen. Und 5. Wenn 2 Stunden lang 25 Ampere fließen. Gut, gehen wir es durch. Wenn 5 Millisekunden lang eine Einschaltstromspitze von 255 Ampere fließt. Ihr seht das hier, 5 Millisekunden, hier haben wir es schön. Gehen wir mal rüber. Ah, nein, da sind wir im Prinzip auf der falschen Seite. Das heißt, da löst er nicht aus. Der würde einen Tacken länger brauchen, um dort auszulösen. Dann haben wir hier, wenn eine Sekunde lang 250 Ampere fließen. Hier gehen wir mal gucken auf der einen Sekunde und da ist der Strich hier. 250 ist nämlich das Zehnfache des Nennstroms. Gucken wir mal, gehen wir da mal hoch und sehen, aha, keine Probleme, hält unser Motorschutzschalter auch. 3. Wenn 5 Sekunden lang 150 Ampere fließen, 150 Ampere sind das Sechsfache unseres Nennstroms. Okay, 5 Sekunden lang und ups, schon sind wir auf der rechten Seite unserer Linie. Und alles, was rechts auf der Linie ist, rechts von der Linie ist, naja, überall dort rechts davon löst unser Motorschutzschalter eben aus. Ganz klar. Dieser ganze Bereich hier ist der Bereich, in dem der Motorschutzschalter auslöst. Und 5 Sekunden lang 150 Ampere, klare Sache an der Stelle. Da sind wir rechts davon, bei einem sechsfach erhöhten Nennstrom, da löst er aus. Der Vollständigkeit halber sollten wir vielleicht nochmal weitergehen. Wenn 20 Sekunden lang 50 Ampere fließen, gehen wir auf 20 Sekunden, gehen da hoch. 50 Ampere sind der zweifache Nennstrom, Faktor 2 hier unten. Sind wir auf der linken Seite unserer Linie, passiert nichts. Und hier, wenn 2 Stunden lang 25 Ampere fließen, na gut, 25 Ampere ist der Nennstrom. Da kann er wohl schlecht auslösen. Das wäre ja ein bisschen arg doof, wenn er beim Nennstrom auslösen würde. Ergo, ja, klare Sache, ja, es ist die 3. Können wir die anderen 4 Ergebnisse noch wegwischen. Es ist natürlich die 3, wenn 5 Sekunden lang 150 Ampere fließen. Okay, soweit, so gut. Hui, das war anstrengend, nicht wahr? Ein kleines Päuseken. Naja, Päuseken machen wir keine. So. Gehen wir zu unserer Frage 9. In einer Anlage sind Nothalttaster vorgesehen. Welche Aufgabe muss ein Nothalttaster erfüllen? 1. Er schützt die Anlage vor unerlaubtem Zugriff durch unbefugte Personen. 2. Er muss ersatzweise als Ausschalter dienen. 3. Er muss immer parallel zum Hauptschalter geschaltet sein. 4. Er muss grundsätzlich alle gefahrbringenden Vorgänge in der Anlage innerhalb kürzester Zeit beenden. Und 5. Er muss die Steuerung der Anlage innerhalb kürzester Zeit auf 0 stellen. Der Nothalt dient dem Stillsetzen der Maschine im Notfall. Zuerst setzt er Bewegungen und Funktionen still und erst danach unterbricht er die Energiezufuhr. Normseitig bezeichnet man sowas als einen Stopp der Kategorie 1. Müssen keine Bewegungen stillgesetzt werden, so kann die Energiezufuhr direkt ausgeschaltet werden. Das wäre dann ein Stopp der Kategorie 0. Ein Notaus, das nur am Rande, weil es hier nicht gefragt ist, dient dem Ausschalten der Maschine im Notfall, wobei hier sofort die Stromversorgung der Maschinenantriebe unterbrochen wird. In der Norm wird dieser Stopp als Stopp der Kategorie 0 bezeichnet. Also, schauen wir uns die Frage nochmal an. 1. Er schützt die Anlage vor unerlaubtem Zugriff durch unbefugte Personen. Ist natürlich Quark. Sowas macht eine Alarmanlage oder eine abgeschlossene Tür. Wobei ich nicht weiß, ob heutzutage abgeschlossene Türen noch in Ordnung sind. Vielleicht kann mir das mal jemand in die Kommentare schreiben. Abgeschlossene Türen. Naja, immerhin grenzt man damit ja Außenstehende aus. Das ist ja, keine Ahnung, böse oder so. Also zu meiner Zeit gab es sowas noch. Da gab es abgeschlossene Türen. Ich weiß nicht, ob das heute
Also, ich muss auch bei mir mal nachgucken. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Frau hat die Terrassentür im Moment zu. Puh, andererseits, naja, man heizt ja auch den Hof und ist auch wieder, ist echt im Moment schwierig, ne? Also, wenn man die Türen zumacht, dann ist das irgendwie doch böse, oder? Weil man dann Außenstehende ja ausgrenzt. Wenn man die Türen aber öffnet, dann geht die Energie verloren. Puh, im Moment echt kompliziert. Also, da muss man wirklich wir kämpfen drum. Wir überlegen uns, wie es geht. Naja, gut, egal. Zwei. Er muss ersatzweise als Ausschalter dienen. Das ist natürlich ebenfalls nicht richtig. Wie eben schon gesagt, das muss er mitnichten. Man kann mit einem Nothalttaster, wenn er nach Kategorie 0 stoppt, die Stromversorgung unterbrechen. Das ist aber nicht zwingend der Fall. Und dementsprechend Nummer 2 ist es nicht. 3. Er muss immer parallel zum Hauptschalter geschaltet sein. Naja. Schaut auf die Aufgabenstellung. Welche Aufgabe muss ein Nothalttaster erfüllen? Damit müsst ihr sofort sehen, dass Antwort 3 Unfug sein muss. Was hätte das mit einer Aufgabe des Nothalttasters zu tun, wie der verschaltet ist? Bitte. Ich möchte vermitteln, dass ihr euch die Fragestellungen genau durchlest. 3 ist es also nicht. Gehen wir gar nicht weiter darauf ein. 4. Er muss grundsätzlich alle gefahrbringenden Vorgänge in der Anlage innerhalb kürzester Zeit beenden. Et voilà. Das ist es. Wie bereits besprochen, natürlich, das ist es. Unsere Aufgabe ist gelöst über den Aspekt, der hier in der 4 steht. Nicht wahr? Okay. Ausradieren bzw. auswischen und dann ist die Tafel auch schon wieder besser nutzbar für die nächste Aufgabe. Die nächste Aufgabe schließt sich sofort an. Das ist unsere wunderbare Aufgabe Nummer 10. In diesem Video sind es relativ einfache Aufgaben. Aufgrund des neuen Formats, ich habe das erst spät gemerkt, dass es nicht anders geht. Naja, eine Person hat einen elektrischen Schlag mit 230 Volt erhalten. Welche Reihenfolge von Erste-Hilfemaßnahmen muss eingehalten werden, wenn die Person selbst nicht mehr mit der defekten Leitung in Berührung und nicht ansprechbar ist? 1. Atemkontrolle, Notruf, Seitenlage, Versorgung der Verbrennungen. 2. Notruf, sonst keine Maßnahmen, das Sicherheitsabstand bei Starkstromunfällen mindestens 5 Meter. 3. Selbstschutz vor der elektrischen Spannung, Atemkontrolle, stabile Seitenlage, Notruf, Versorgung der Verbrennungen. 4. Seitenlage, Notruf, Versorgung von Verbrennungen. 5. Seitenlage, Notruf, Versorgung von Verbrennungen, Atemkontrolle. Was fällt uns auf? Der Selbstschutz steht nur in einer Antwort. Damit allein ist schon klar, dass es nur die Nummer 3 sein kann. Der Verunfallte ist hier nicht ansprechbar. Soweit klar. Das ist schon mal nicht gut. Und es bedeutet, dass schnelle Hilfe gefragt ist. Also was tun? Klar, Notfallmaßnahmen ergreifen, die hier unter der 3 stehen. Und das sind Atemkontrolle und stabile Seitenlage. Dann kommt der Notruf und dann gegebenenfalls die Versorgung von Verbrennungen, bis der Rettungsdienst eintrifft. Und das war es im Prinzip auch schon. Das war es im Prinzip auch schon von diesem Video. Lassen wir das noch ein bisschen auswischen hier. Die Aufgabe ist gelöst, wenn man die 3 ankreuzt. Und ich glaube, das wird euch allen gelingen. Das ist eine relativ einfache Aufgabe, wie auch insgesamt diese ganzen Aufgaben hier und heute in diesem Video recht einfach zu lösen waren. Es ist aufgrund dieses neuen Formats, das ich ganz, ganz schick finde. Ich hoffe, es gefällt dem einen oder anderen. Vielleicht schreibt mir mal jemand was dazu. Mit diesem neuen Format sind verschiedene Dinge richtig cool zu machen, aber manche Dinge vielleicht auch nicht so. Hier, wenn ich da irgendwelche Grafiken einblenden will oder sowas, dann wird das echt schwierig. Vor allem diesem Tafellook. Ja, das passt dann nicht so richtig. Aber es ist vielleicht eine Mischung aus allem erforderlich. Und das, ja, kriegen wir hin. In den nächsten Videos vielleicht sogar noch besser. Dann auch mal wieder mit einem Kopf. Und bis dahin freue ich mich. Und ja, lasst mir ein Abo da. Ich habe fast die 1000. Das ist richtig gut. Und ich, ja, wünsche euch was. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.